Man erzählt uns immer, Deutschland habe ein Fachkräfteproblem. Doch die echten Fachkräfte schiebt Deutschland ab. Hier vor dem Bundestag waren viele Jesiden im Hungerstreik und haben demonstriert. Ich war dort, habe mit ihnen gesprochen und dort echte Fachkräfte gefunden, die Deutschland dringend benötigt, aber abschiebt. Danke. 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 Es gab 74 Genozide an den Jesiden und es ist an uns allen, den 75. Genozid an den Jesiden zu verhindern. Dafür steht ihr alle hier, dafür müsst ihr laut sein und dafür werde ich auch im Deutschen Bundestag laut sein. Ich verspreche euch, wir werden eure Anliegen in den Bundestag bringen. Wir werden öffentlichen Druck auf die Bundesregierung, auf die Landesregierungen machen. Wir werden alles tun, um zu versuchen zu verhindern, dass Jesiden in den Irak abgeschoben werden. Wir sehen, dass in Deutschland auf den Straßen tausende radikal-islamische Anhänger der Hamas am Feiern sind und von denen wird keiner abgeschoben. Aber viele gut integrierte Jesiden sollen abgeschoben werden. Deswegen ist es wichtig, dass ihr heute hier in Berlin ein starkes Zeichen dafür setzt, zu sagen, ihr als jesidische Gemeinschaft, die jesidische Gemeinschaft steht zusammen, sie ist gemeinsam vereint, um diese Abschiebungen zu verhindern. Ich werde nachher Aliyah Hassan und Dehil Süleyman mit in den Bundestag nehmen und werde dort ihre Fälle persönlich vortragen. Reden wir über Fachkräftezuwanderung. Fachkräfte wie den Altenpfleger Dehil Süleyman. Er musste mit 14 Jahren aus dem Irak fliehen, weil er wie viele andere Jesiden dort Angehörige durch die muslimische Bevölkerungsmehrheit verloren hat. Für wirklich Verfolgte wie die Jesiden wurde unser Asylrecht einst geschaffen. Dehil Süleyman ist inzwischen 20 Jahre alt, hat in Deutschland eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer abgeschlossen und einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit. Er spricht fließend Deutsch und ist ein gut ausgebildeter Altenpfleger, den wir dringend brauchen. Ich bin hier heute mit Dehil Süleyman, dem die Abschiebung in den Irak droht, der 2014 aus dem Shingal-Gebirge geflohen ist im Irak. Erzähl mal, was ist 2014 da passiert? Also 2014, ich war schon mit meiner Familie, also in Sinjar, in meiner Stadt, und die IS sind gekommen und die haben also die Männer getötet und die Frauen vergewaltigt und die haben auch die Kinder einfach von der Mutter genommen und die wollten die Kinder auch schon die beibringen, wie die schon die Leute schießen und wie die Leute töten. Okay. Dann bin ich schon von meinem Stadt Sinjar nach Kurdistan geflohen 2014, das war schon 3. August 2014, bin ich nach Kurdistan geflohen. Ich bin schon 2 Jahre in Kurdistan geblieben und habe schon rechts, links, vorne, hinten geguckt. Gab gar keine Zukunft, gar keine Chance, dass ich dort leben und im Frieden leben und dass ich keine Angst habe. Dann habe ich mich entschieden, dass ich nach Deutschland komme und eine Zukunft aufbauen und in Frieden zu leben. Okay, und bis dann, im Alter von 14 Jahren, hast du dich auf den Weg gemacht? Ganz genau, ganz alleine. Okay. Mit 14 Jahren alt. Okay. Und bist dann nach Deutschland angekommen und hast hier in Deutschland dann einen Schulabschluss gemacht? Ich bin schon, jawohl, der 28.10.2017 nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich schon Deutsch kurz gelernt. Dann war ich in Mittelschule. Mittelschule habe ich schon erfolgreich absolviert. Dann war ich in Berufsschule. Berufsschule auch habe ich schon abgeschlossen. Dann habe ich schon ein paar Praktikum gemacht in Altenheimen als Betreuungskräfte und auch im Supermärkten. Dann habe ich mich entschieden, dass ich als Altenpflege werde und habe schon eine Ausbildung als Altenpflegehelfer erfolgreich absolviert und in Lieselotte-Null-Schule in Nordlingen. Okay. Und die habe ich schon abgeschlossen und seit auch 7 Monaten arbeite ich in Burgerheim Nordlingen, also in Donauris Nordlingen, Vollzeit als Altenpflegerhelfer und mit einem unbefristeten Vertrag. Genau, also wir haben hier jemanden, der tatsächlich in Deutschland
einen Abschluss als Altenpfleger gemacht hat, die Ausbildung durchlaufen hat, der als Altenpfleger in Vollzeit arbeitet. Also eine der Fachkräfte, die wir tatsächlich in Deutschland dringend bräuchten, wo auch der Arbeitgeber tatsächlich geschrieben hat, seine Arbeit erledigt er äußerst zuverlässig und er ist sehr beliebt bei unseren Bewohnern, die dringend seine Pflege und Hilfe benötigen. Sollte Herr Degel-Zöllermann Deutschland verlassen müssen, wird sich unsere eh schon angespannte Lage in der Pflege noch weiter verschlechtern. Und jetzt hat die Regierung von Schwaben mitgeteilt, du müsstest das Land binnen kürzester Zeit verlassen. Ganz genau, die haben so gemeint, dass ich mein Flugticket bis 13. Oktober vorlege, aber die habe ich schon nicht vorgelegt und spätestens musste ich bis 25. Oktober ausreisen. Dehil Süleyman soll nach dem Willen der Bundesregierung und der bayerischen Staatsregierung schnellstmöglich in den Irak abgeschoben werden. Sie werfen nicht nur einen wirklich politisch Verfolgten seinen Verfolgern zum Fraß vor, sondern sie berauben auch Deutschland einer dringend benötigten Fachkraft. Das ist die reale Politik von Ampel und Union. Sie reden immer von Fachkräftezuwanderung und von Schutzsuchenden. In der Praxis darf dann der radikal-islamische Anhänger der Hamas bleiben, der schon in seinem Heimatland ein Verfolger war. Aber der gut ausgebildete, integrierte, arbeitswillige, wirklich Verfolgte wird von Ihnen gnadenlos abgeschoben und der Willkür seiner Verfolger im Heimatland ausgeliefert. Niemand versteht, warum ein in Deutschland ausgebildeter Altenpfleger mit unbefristetem Vollzeitvertrag abgeschoben wird. Übrigens, ich habe Dehil Süleyman heute hier auf die Tribüne im Deutschen Bundestag eingeladen, damit er den Menschen aus den Parteien in die Augen sehen kann, die sein junges Leben zerstören wollen. Er ist kein Einzelfall. Neben ihm sitzt Alia Hassan, eine ausgebildete Hebamme. Der vereinfachten Anerkennung von Hebammen widmen Sie einen ganzen Bereich in Ihrem Gesetz. Alia Hassan ist ebenfalls Jesidin, deren Cousinen im Irak 4 bzw. 8 Jahre von radikalen Muslimen als Sexsklavinnen verschleppt wurden. Sie spricht fließend Deutsch und arbeitet in Deutschland. Aber sie soll zeitnah in den Irak abgeschoben werden, wo ihr dasselbe Schicksal wie ihren Cousinen droht. Es liegt in ihrer Hand. Soll Alia Hassan in Deutschland kleinen Kindern auf die Welt helfen oder wird sie in den Irak abgeschoben, wo ihr droht, dass sie wie ihre Cousinen als versklavte Gebärmaschinen alten radikalen Männern zu Willen sein muss? Deutschland schiebt die Falschen ab. Neben mir ist Alia Naif Hassan, die hier in Deutschland Zuflucht gesucht hat, nach dem letzten Völkermord an den Jesiden nach Deutschland gekommen ist, die jetzt, obwohl sie eine 3-jährige Aufenthaltserlaubnis hat, bis 2026 nun abgeschoben werden soll. Und das, obwohl zwei Cousinen von ihr 4 bzw. 8 Jahre beim IS gefangen gehalten worden sind, als Sklavinnen des IS. Deutschland braucht Arbeitskräfte und die Jesiden arbeiten an sich, integrieren sich. Ich und meine 6 Geschwister, wir integrieren uns, wir gehen in die Schule, damit wir arbeiten. Wir bitten Deutschland, um jetzt zu unterstützen, uns nicht zu abzuschieben, damit wir uns weiterentwickeln, in den Bereichen arbeiten, wo wir, was wir wollen. Dann können wir Verantwortung vor Deutschland tragen, dass wir beide gegenseitig uns weiterbringen. Deutschland sucht händeringend gute Fachkräfte, um dieses Land vorwärts zu bringen. Und die Jesiden sind Hunderttausende gute Fachkräfte, die arbeitswillig sind in Deutschland. Wir wollen nicht, dass Deutschland weiter seine Standards absenkt, sondern dass Deutschland die gut integrierten, arbeitswilligen Jesiden in Deutschland behält. Und das werde ich nachher im Bundestag so sagen. Mein Angebot an Sie alle, gehen Sie nach dieser Debatte auf die Tribüne, sprechen Sie mit Dehil Süleyman und Alia Hassan, die werden bis 5 Uhr dort oben sitzen und auf Sie warten. Erklären Sie ihnen, erklären Sie der deutschen Öffentlichkeit, warum Sie Zehntausende gut integrierte Jesiden abschieben, während Hunderttausende radikale Muslime in Deutschland bleiben dürfen. Wie ihr seht, wir haben die dringend benötigten Fachkräfte in Deutschland. Wir müssten sie nur hier im Land behalten und eben nicht abschieben. Es ist der völlige Wahnsinn, was die Bundesregierung hier macht, dass sie politisch Verfolgte in gefährdete Situationen wieder abschiebt und dass sie Fachkräfte aus diesem Land rausverweist. Wir werden dagegen ankämpfen. Ich bleibe am Ball und informiere euch.